So, wir haben den 12. Mai 2021 hier in Mwanza. Wir sitzen gerade zusammen und versuchen einen Plan zu machen für diese Kinder, die ihr hier seht, die einfach nicht in der Lage sind, in die Schule zu gehen. Und es hat den einen Grund, dass Nummer eins, die Schuluniformen können von den Eltern nicht aufgebracht werden. Die Kinder dürfen nur in die Schule gehen, wenn sie Schuluniformen tragen. Ohne Schuluniform kein Unterricht. Nummer eins. Der zweite Grund ist, dass die durchaus sehr geringen Gebühren für die Schule, wir sprechen hier von, Thomas kann es vielleicht auch in Englisch sagen. Thomas, how much is the school fees per term, per child? Per child, it's saying 300. So per term is 300 shillings. Per term. Yeah. How long is a term? It's 3 months. Okay, so we speak about around 1,000 shillings per year. Yeah. Without all uniforms and without some small items. Yeah. So we can say around 3,000 shillings, it's enough per child per year. It will be enough. Okay, jetzt tue ich das auf Deutsch sagen. Also wir sprechen hier von 30 Euro, nicht mal 3,000 Schilling geteilt durch 125, sind, was weiß ich, 27 Euro. Pro Kind, was wir hier brauchen, dass wir diese Kinder hier in die Schule schicken können. Das können die Leute hier nicht bezahlen. Daher wieder meine Bitte, dass wir vielleicht Paten finden, die ein, zwei oder drei Kinder oder von mir aus auch einen großen Paten, der vielleicht die Familie oder diese Familien unterstützt. Das ist ein kleiner Patient, der hat sich gestern mit dem Hackebeil in den Daumen reingehackt und das tun wir heute noch für Sorge. Aber dem geht's gut. Und so, dass wir die 30 Euro eventuell aufbringen können pro Kind. Ich würde mich freuen, wenn wir da eine Resonanz kriegen. Vielen Dank hier aus Mwanza und die Kinder, die winken jetzt einmal in die Kamera. Macht auch Spaß. Und die sind gut drauf, die Kids. Absolut, die sind wirklich gut drauf. Thank you.